Vielen Dank für den freundlichen Empfang hier in Jülich. Ich bin fast gerührt für die und dankbar für diese Einleitung. 1989, nach meinem Studium in den Vereinigten Staaten, habe ich einige Wochen und Monate im Sommer 89 an der Westküste verbracht, weil mein Unternehmen, die Icarus Software, damals, noch bevor sie die Virus Utilities gemacht hat, einer der ersten Software-Dienstleister für ein Startup-Unternehmen im Silicon Valley war, das hieß Next Computers. Und ich habe den Next Computer mit der Seriennummer 581 bei mir zu Hause stehen. Insofern konnten Sie es also nicht besser erwischen. Sie haben also offenbar eine bessere Erinnerung als ich. Stacy Snyder wollte Lehrerin werden. Im Frühjahr 2006 hatte sie ihr vierjähriges Studium abgeschlossen und freute sich auf ihr Lehramtsdiplom. Dann war von einem Tag auf den anderen ihr Lebenstraum zu Ende. Der Dekan ihrer Universität teilte ihr mit, dass sie das Lehramtsdiplom nicht erhalten würde. Sie würde keine Lehrerin sein können, obwohl sie alle Lehrveranstaltungen besucht, alle Prüfungen bestanden, alle Praktika absolviert hatte. Sie würde kein Lehramtsdiplom erhalten, weil ihr Verhalten einer Lehrerin nicht würdig sei. Ihr Verhalten? Ein Foto, das sie in Faschingsverkleidung mit einem Becher zeigt. Mit dem Titel Betrunkener Pirat hatte Stacy Snyder dieses Bild auf ihre MySpace-Webseite ins Internet gestellt für ihre Freunde. Die Universitätsleitung fand dieses Bild und befand, dieses Bild rege Jugendliche zum Trinken an. Und das sei einer Lehrerin unwürdig. Als Stacy von dem Vorwurf hörte, bot sie an, das Bild sofort vom Netz zu nehmen, konnte aber nicht verhindern, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits gecrawlt, archiviert und katalogisiert war. So sehr Stacy ein vergessen wollte, so wenig ließ es das Netz zu. Erinnern statt vergessen. Erinnern, vergessen. 2001 schrieb der in Vancouver lebende kanadische Psychotherapeut Andrew Feldmer einen wissenschaftlichen Aufsatz. Darin beschrieb er, wie er in den 60er Jahren LSD genommen hatte. Im Sommer 2006 wollte Feldmer wie so oft die amerikanisch-kanadische Grenze überschreiten, um vom Flughafen Seattle einen Freund abzuholen. Der amerikanische Grenzbeamte googelte Feldmar und fand den Artikel aus 2001. Weil Feldmar seinen Drogenkonsum im Jahr 1965 bei seiner Einreise in die USA im Jahr 2006 nicht von sich heraus deklariert hatte, obwohl er es auch nie abstritt, wurde er 3 Stunden lang verhört, ihm wurden seine Fingerabdrücke genommen und ihm wurde die Einreise in die USA verweigert. Für immer. Erinnern statt vergessen. Natürlich werden Sie jetzt sagen, die Fälle von Stacy und Andrew sind tragisch, aber sie waren daran selber schuld. Hätten Stacy ihr Bild und Andrew seinen Beitrag nicht ins Internet gestellt, wäre Stacy heute Lehrerin und Andrew könnte immer noch in die Vereinigten Staaten. Jede und jeder muss eben selbst entscheiden, was ins Netz gestellt wird und was nicht. Oder mit Friedrich Dürrenmatt, was einmal bewusst ins Netz gestellt ist, wird nicht mehr vergessen. Wirklich? Wissen wir wirklich, wann Information über uns gesammelt, gespeichert und abrufbar gehalten werden? Vor einigen Monaten war ich Gast einer amerikanischen Radiosendung, bei der Hörer während der Sendung anrufen und Fragen stellen konnten. Eine Frau meldete sich und erzählte, dass sie als Jugendliche einen schweren Fehler gemacht hatte und dafür ins Gefängnis musste.
Aus der Haft entlassen, zog sie in eine andere Stadt, verliebte sich, hatte Kinder, fand einen Job, ein eigenes Haus. Gott habe ihr geholfen, sagte sie, und die Gesellschaft, die ihr diese zweite Chance ermöglicht hatte. Dann eines Tages googelte ein Klassenkamerad ihres Sohnes ihren Namen und fand im Internet einen Anbieter, der Bilder von Häftlingen der letzten Jahrzehnte ins Netz stellt, auch ihres. Die Botschaft verbreitete sich schnell in der Kleinstadt, in der sie wohnte, und ihr Leben begann auseinanderzubrechen. Eltern ließen ihre Kinder nicht mehr zu ihren, Freunde und Arbeitskollegen mieden sie. Auf einmal, nach mehr als einem Jahrzehnt, als wertvolles Mitglied ihrer Gemeinschaft, war sie nur mehr der Knacki. Einige der Anbieter, die diese Fotos ins Netz stellen, verdienen ihr Geld damit, dass sie Haftentlassenen anbieten, gegen 400 US-Dollar die Fotos vom Netz zu nehmen. Das ist nichts anderes als digitale Erpressung. Wie, fragte mich die Frau, kann ich mich mit solchem umfassenden digitalen Gedächtnis mir die zweite Chance bewahren, die mir die Gesellschaft gegeben hat? Erinnern, vergessen. Google. Google ist die beliebteste Suchmaschine der Welt. Damit suchen Millionen Menschen Milliarden Mal am Tag im Netz. Google zeigt ihnen den Weg. Google zeigt uns auch, was, wann, wo gesucht wird. So können wir weltweit Trends erkennen. Sie kennen zum Beispiel sicher die Trend History von Google. Sie geben einen Suchbegriff ein und Google verrät Ihnen, wie oft nach diesem Suchbegriff über die letzten Monate hindurch gesucht wurde, in welchen Regionen, in welchen Städten und in welchen Sprachen. Sie können sich vielleicht erinnern, als vor einigen Jahren die H1N1-Grippe grassierte. In den Vereinigten Staaten sind für die Volksgesundheit und die Verbreitung von derartigen Krankheiten und Pandemien die Centers for Disease Control in Atlanta zuständig. Sie haben vorgeschrieben, dass alle praktischen Ärzte der Vereinigten Staaten H1N1-Fälle unmittelbar und unverzüglich an die CDC zu melden hat. Die CDC hat Tag und Nacht gearbeitet und konnte mit einem Zeitabstand von 14 Tagen jeweils angeben, wo sich die Pandemie aufhält, wo sie besonders stark grassierte. Aber 14 Tage in der Vergangenheit zu wissen, wo die Pandemie dann war, ist für die Entscheidungen, die die Gesundheitsbehörden zu treffen haben im Hier und Jetzt, nicht ausreichend. Google dachte, sie können es besser. Und sie haben aufgrund der Suchanfragen und einer Korrelationsanalyse zwischen 450 Millionen Suchanfragen und der Verbreitung der Grippefälle der letzten 10 Jahre ein Modell entwickelt, mit dem sie die Verbreitung der Grippe aus den Suchanfragen der Menschen herausrechnen können. Was ich Ihnen nun zeige, ist die offizielle Statistik, die Grafik der offiziellen Statistik der Centers for Disease Control, der Verbreitung der H1N1-Fälle und die errechnete Verbreitung durch Google. Sie sehen eine unglaubliche Übereinstimmung über die Jahre. Google kann vorhersagen, wann wir krank sind. Google kann uns diese Trends zeigen, auch wenn sie Jahre zurückliegen, weil Google nicht vergisst. Seitdem Google als Suchmaschine verfügbar ist, seit mehr als einem Jahrzehnt, hat Google jede einzelne Suchanfrage gespeichert. 3 Milliarden derzeit am Tag. Und jedes Suchergebnis, auf das Sie geklickt haben. Google weiß sehr wahrscheinlich mehr über Sie, als Sie selbst sich heute erinnern können.
erinnern, vergessen. Für uns Menschen galt über Jahrtausende, vergessen ist einfach, es steckt in uns. Physiologisch vergessen wir das meiste, was wir an Sinneseindrücken wahrnehmen, an Gefühlen erleben und an Gedanken haben. Erinnern ist schwer. Seit jeher haben wir deshalb versucht, dieses menschliche Vergessen zu überwinden und Erinnerungen zu bewahren, die uns wichtig erschienen. Seit Jahrtausenden haben wir, wie dieser Navajo, unsere Erinnerungen an unsere Kinder weitergegeben, in der Hoffnung, dass auch sie sich einst daran erinnern werden. Die großen Epen der Menschheit sind so vor Tausenden von Jahren entstanden. Aber menschliche Erinnerung ist nicht fix. Sie verändert sich, indem wir in der Gegenwart leben. Und unser Gehirn rekonstruiert ständig unsere eigene Vergangenheit. Nur auf das menschliche Erinnerungsvermögen zu setzen, ist daher manchmal nicht ausreichend, gerade wenn wir etwas präzise oder sehr dauerhaft festhalten wollen. Die Malerei ist eine Methode, visuelle Eindrücke festzuhalten, ein externes, ein präzises und dauerhaftes Gedächtnis zu schaffen, so wie diese wunderschöne Höhlenmalerei aus Altamira. Die Schrift, ursprünglich entwickelt, wollen Sie es glauben, von Buchhaltern, die nach einer Möglichkeit suchten, präzise zu erinnern, war über Jahrtausende der Menschheit bevorzugter externer Erinnerungsspeicher. Sprache, Malerei und Schrift geben uns die Möglichkeit der Erinnerung, auch über Zeiten und Generationen hinweg. Aber sie haben nichts an der grundsätzlichen Tatsache verändert, dass für uns Menschen das Vergessen einfach und das Erinnern aufwendig ist, Zeit und Geld kostet. Daran änderte auch das Buch nichts, die Phonografie nicht und auch nicht der Film. Erinnern blieb für die allermeisten Menschen aufwendig und kostspielig und wurde daher mit Bedacht eingesetzt. Mit anderen Worten, vergessen war die Norm, erinnern war die Ausnahme. Das half uns Menschen, mit Zeit umzugehen. Durch das Vergessen entsorgen wir Erinnerungsmüll. Was lange vergangen ist, das verblasst in unserer Erinnerung. Damit zollen wir der Zeit ihr Tribut. So wird entwertet, was vorbei ist. Das hat aber zur Konsequenz, dass wir Menschen kognitiv, also bewusst, niemals lernen mussten, zu vergessen, Erinnerungen zu entwerten und verblassen zu lassen. Wenn ich Ihnen etwas sage und dann hinzufüge, und jetzt vergessen Sie das, dann werden Sie es erinnern. Heute aber ist dieses Vergessen anders geworden. Heute erinnern wir uns. Google erinnert sich, Yahoo erinnert sich, Amazon erinnert sich, das Internet Archive erinnert sich. Flugreservierungssysteme erinnern sich. Flugreservierungssysteme erinnern sich, ja, 6 Monate lang, auch wenn Sie den Flug nicht gebucht haben. Es könnte ja bestimmte staatliche Einrichtungen geben, die diese Information abzufragen wagen. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch eine ganz persönliche Geschichte einfügen. 1933 hat mein Vater von meinem Großvater, mein Großvater war Richter in Österreich und als Amtsrichter in Österreich am Beginn seiner Richterkarriere hatte er die Aufgabe, Amtstage, Gerichtstage abzuhalten in kleinen Orten und Städten im Bergland. Seine Aufgabe war, an einem Tag in einem Ort Gericht zu halten und dann am nächsten Tag zu Fuß in den nächsten Ort zu gehen und dort dann Gericht zu halten. Und an manchen dieser Ausflüge nahm er meinen Vater mit. Mein Großvater hieß Viktor und mein Vater hieß Viktor. Und so hat mein Großvater zu meinem Vater gesagt, Viktor, ich gebe dir jetzt eine Kodak Brownie Box Camera. 1933, pass gut darauf auf. Damit kannst du Fotos machen. Aber jedes Foto kostet Geld. Deshalb wähle das Motiv ganz gut aus,
bevor du ein Foto schießt. Schnellvorlauf, 1972. Mein Vater Viktor schenkt mir, Viktor, eine Kodak-Kamera mit den Worten: Hier kannst du Fotos machen. Aber pass auf, welches Foto du machst. Jedes Foto kostet Geld. Wähle den Moment bewusst. Fast forward, 2012. Mein Sohn heißt Viktor. Aber wenn Viktor heute mit seiner Digitalkamera oder mit meinem Smartphone Fotos macht, dann kann ich nicht mehr sagen: Pass auf, Viktor, wähle das, was du erinnern willst, bewusst aus. Es kostet Geld. Es kostet kein Geld. Es kostet gar nichts. Erinnerung ist praktisch kostenlos geworden. Und nicht immer wissen wir, was wir den digitalen Speichern an Erinnerungen anheimgeben wollen und übers Internet allen Menschen zugänglich machen. Beispielsweise ändern Millionen Facebook-User in aller Welt ihr Online-Profil, wenn sie eine Beziehung beginnen oder beenden. Dieser Umstand, also die Veränderung im Beziehungsstatus, kann je nach Privacy-Einstellungen Dritten zugänglich werden über Facebooks Open Graph. In der Summe betrachtet mögen diese Beziehungsinformationen unterhaltsame Trends aufzeigen, wie etwa diese Grafik, die zeigt, wann Beziehungen besonders oft auseinanderbrechen. Aber diese amüsanten Informationen können auch auf ein einzelnes Individuum heruntergebrochen werden und zeigen dann nicht nur, mit wem sie eine Beziehung hatten, sondern auch, wie lange ihre Beziehungen dauerten und wie viele sie hatten, ohne dass ihnen klar war, dass sie diese sehr private Information anderen zugänglich gemacht haben. Oder ein zweites Beispiel. Dies ist eine Karte von London. Jeder farbliche Punkt auf dieser Karte reflektiert und widerspiegelt ein Foto, das jemand an dieser Stelle gemacht und auf Flickr hochgeladen hat. Diese Information, diese Meta-Information, ist von Flickr aus dem Web kostenlos herunterladbar. Wir haben uns am OAI die Mühe gemacht, 42 Millionen EXIF-Daten herunterzuladen und die auf die Welt zu übertragen. Was Sie hier sehen, ist, wo in London die meisten Fotos gemacht werden. Diese Grafik haben nicht wir erstellt, sondern Kollegen. Aber Sie sehen, desto stärker, heißer, intensiver die Farbe ist, desto mehr Fotos sind an dieser Stelle gemacht worden. Das heißt, Sie können feststellen, wo die besten Fotoplätze in London sind. Das ist also durchaus interessant, aber auch das kann individualisiert werden. Und nicht über die Fotos und den Inhalt der Fotos, sondern über die Metadaten, die EXIF-Daten der Fotos aus Flickr, können wir heute für viele jener Menschen, die laufend auf Flickr hochladen, Bewegungsprofile erstellen, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer beim Hochladen wussten, dass sie diese Information auch preisgeben. Aus dem menschlichen Vergessen wurde so ein umfassendes digitales Erinnern. Wie war das möglich? Nun, das wissen Sie genauso gut wie ich. Vier Elemente dafür sind verantwortlich. Erstens natürlich die Digitalisierung. Zweitens die rasante Entwicklung in den Speichertechnologien. Die Moore'sche Vermutung von 1965, die Komplexität integrierter Schaltkreise might approximate a doubling every 2 years, wurde nach 40 Jahren geradezu zum Gesetz stilisiert. Aber für uns spannend ist, dass sich nicht nur die Prozessormächtigkeit, sondern auch die Speicherdichte gebräuchlicher digitaler Speichermedien ähnlich rasant, ja zuletzt sogar etwas schneller als das Moore'sche Gesetz entwickelt hat. Und anders als mit dem Moore'schen Gesetz ist ein physikalisches Ende jedenfalls derzeit nicht in Sicht. Sie sehen hier die Entwicklung der Prozessormächtigkeit als
rote Linie oder rote Kurve nach oben gehend und daneben ziemlich parallel die Zunahme der Speicherdichte. Wenn Sie finden, dass dieser Anstieg beeindruckend ist, dann bitte betrachten Sie die Y-Achse. Es handelt sich um eine logarithmische Y-Achse, das heißt, der tatsächliche Anstieg ist also wesentlich dramatischer. Im Übrigen, Sie wissen sicher, auch Gordon Moore konnte ganz erfolgreich mit seiner Feststellung umgehen zu Beginn der 60er Jahre. Er hat ein kleines Startup-Unternehmen gegründet, das ein bisschen Kleingeld für ihn gemacht hat mit Namen Intel. Drittens, aber Speichern alleine reicht nicht aus. Manche Staatspolizei, ich denke nur an die Stasi in nicht-demokratischen Staaten, hat Millionen an Einzelinformationen über Millionen von Menschen gespeichert, aber am Ende Schwierigkeiten in ihren eigenen analogen Systemen von Decknamen und Pseudonymen, von Karteien und Ablagen, die gespeicherten Informationen mitunter auch zeiteffizient wiederzufinden. Auch das ist heute anders. Volltextsuche ist heute nicht nur Teil unserer Dateisysteme, sondern auch, wie wir das World Wide Web erfahren. Hinzu kommt der über das Internet mögliche weltweite Zugriff Nummer 4. Also schon wenige Minuten reichen aus, um ein Dokument, und sei es auch nur versehentlich, weltweit zugänglich zu machen und damit oftmals auch weltweit zu verteilen. So hatte die US Air Force aus Versehen vor einigen Jahren für kurze Zeit die Anleitung zur Bedienung des Präsidentenflugzeugs Air Force One online gestellt. Als man den Fehler bemerkte, war es schon zu spät. Und im Übrigen, das ist, wie sie in die Air Force One gelangen, nur für den Fall, dass sie es mal brauchen. Diese vier Elemente zusammengenommen führen dazu, dass heute das Erinnern die Regel geworden ist und das Vergessen die Ausnahme. Dies sollte uns eigentlich mit Freude erfüllen. Haben Menschen nicht seit Jahrtausenden versucht, der Zwangsjacke des Vergessens zu entfliehen? Kein Zweifel. Unsere digitalen Speicher bringen viele Vorteile. Erhöhte Genauigkeit, verbesserte Effizienz, bis hin zu den Möglichkeiten, unsere eigene Sterblichkeit jedenfalls informationell zu überwinden. Gleichzeitig bedeutet das Ende des Vergessens aber auch Konsequenzen, die weit über das hinausgehen, was wir an Informationseffizienz durch das digitale Erinnern gewinnen könnten. Zwei Worte charakterisieren, so denke ich, was auf dem Spiel steht. Macht und Zeit. Macht. Macht ist relativ und relational. Datenschützer haben uns seit langem erklärt, dass Macht über Information auch Macht über die davon betroffenen Menschen bedeuten kann. Falls andere nicht nur Informationen über uns sammeln, sondern diese auch abrufbar halten können, lange nachdem wir selbst bereits diese Informationen vergessen haben, steigt deren Informationsmacht nur weiter an. Die Konsequenzen können systemisch sein. Denken Sie nur daran, dass die Macht der katholischen Kirche über Jahrhunderte hindurch in erheblichem Maße darauf beruhte, dass sie die Institutionen des Erinnerns nahezu zur Gänze beherrschte. Von Kompisten und Bibliotheken bis hin zu den Schulen. Aber auch, dass weitere Folgen sind absehbar. Jeremy Benthams Panopticon ist der Entwurf eines Gefängnisses, in dem die Wächter die Gefangenen ständig beobachten können, ohne dass die Gefangenen wissen, ob und wann sie beobachtet werden. Das Ziel des Panoptikums ist Folgsamkeit durch die permanente Drohung einer unsichtbaren Allgegenwärtigkeit der Kontrolleure. Oscar Gandy und andere meinen, das Internet helfe, ein globales Panoptikon zu schaffen, in dem jeder selbst annehmen muss, dass er ständig beobachtet wird. Solch ein Panoptikum kann dazu führen, dass Menschen Selbstzensur üben, weil sie fürchten, dass ihre Äußerungen online von einem der hunderten Millionen Menschen im Netz in Zehntausenden von Rechtsordnungen als rechtswidrig empfunden würden.
Aber heute stehen wir wohl viel mehr gegenüber als lediglich einem globalen Panoptikum. Aufgrund des digitalen Gedächtnisses müssen wir davon ausgehen, dass alles, was wir am Netz sagen oder tun, nicht nur heute beobachtet und uns vorgehalten wird, sondern für Jahre, ja Jahrzehnte in der Zukunft zugänglich sein wird. Das erzeugt ein zeitliches Panoptikum, in dem wir uns selbst zensurieren könnten, weil wir Angst haben, nicht bloß wie andere unsere Wörter und Taten im Hier und Jetzt interpretieren, sondern wie Menschen und Institutionen diese in der Zukunft bewerten werden. Meine zweite Besorgnis gilt der Zeit. Oder besser gesagt, wie wir Menschen mit Zeit umgehen. Wie ich erwähnte, ist das Vergessen für uns Menschen eingebaut, physiologisch vorgesehen. Und daher mussten wir keine Mechanismen entwickeln, unterschiedliche Erlebnisse unserer Vergangenheit in eine zeitliche Perspektive zu stellen. Stellen wir uns also folgenden Fall vor. Jane und John. Jane und John sind alte Freunde. Sie leben zwar in anderen Städten, aber versuchen trotzdem, sich einmal im Jahr zu treffen. Eines Tages erhält Jane ein E-Mail von John, in dem er ihr schreibt, dass er in ihre Stadt auf Besuch kommt. Er schlägt ein Treffen vor. Jane freut sich und will gleich antworten. Damit sie sich erinnert, wo sie sich zuletzt getroffen hatten, sucht sie in ihrem E-Mail-Ordner nach alten E-Mails von John. Schon werden Dutzende E-Mails gelistet, die sie über die Jahre von John erhalten hat. Sie geht diese schnell durch, um das Richtige zu finden, aber dann erfasst ihr Auge ein 10 Jahre altes E-Mail mit einem eigentümlichen Betreff. Jane überfliegt das E-Mail, dann beginnt sie genauer zu lesen. Überrascht, vielleicht sogar ein wenig schockiert, liest sie darüber, wie John sie belogen hat. Und wie verletzt sie ihm antwortete. Langsam kommen die Ereignisse von damals und ihre Gefühle in ihr Gedächtnis zurück. Ausgelöst durch die E-Mail in ihrem digitalen Gedächtnis. Ihr Gefühl von Betrug und von Lüge. Sie liest, dass John und sie sich irgendwann in den darauffolgenden Monaten ausgesöhnt haben müssen, denn die E-Mails werden milder, aber genau wie und warum verraten sie nicht. Aber ganz präsent ist nun Jane, wie John, ihr lieber Freund John, sie belogen hat. Und ganz plötzlich ist sie sich nicht mehr so sicher, ob sie John treffen möchte, wenn er in die Stadt kommt. Rational möchte sie das Wiedererinnerte beiseite legen, aber das fällt schwer. Janes digitales E-Mail-Gedächtnis hat ihr wieder bewusst gemacht, was sie schon lange vergessen glaubte und damit ihre Fähigkeit beeinträchtigt, zu bewerten und zu entscheiden. Abstrakt formuliert sagen uns Kognitivwissenschaftler, dass es für uns Menschen schwierig ist, Zeit als Dimension der Veränderung zu erkennen. Wenn wir mit zwei Ereignissen aus unserer Vergangenheit konfrontiert sind, dann ist es für uns schwierig, diese zu bewerten und nicht durch Wiedererinnertes verwirrt zu werden. Wir können versuchen, rational zu sein, aber oft kommt es durch einen externen Stimulus, wie etwa dieses E-Mail, dazu, dass Vergangenes frisch und intensiv in unser Bewusstsein zurückgeholt wird. Das macht es schwer für uns, neutral zu entscheiden. Unsere Fähigkeit zu vergessen hat bisher freilich unsere kognitive Schwierigkeit im Umgang mit Zeit übertüncht. Aber was ist, wenn wir nicht mehr vergessen dürfen? Wir wissen ein wenig über die Konsequenzen eines permanenten Erinnerns durch wissenschaftliche Studien einer kleinen Zahl von Menschen, wir haben es schon gehört, die biologische Schwierigkeiten haben, zu vergessen. Das ist AJ, eine Frau, die kaum vergessen kann. Wenn man sie nach einem bestimmten Tag in ihrer Vergangenheit fragt, dann kann sie einem erzählen,
wann sie an diesem Tag aufstand, wer sie anrief und was im Fernsehen lief. Für jeden Tag der letzten 30 Jahre. AJ hat Schwierigkeiten zu vergessen. Aber für sie ist das, so sagt sie, keine Wohltat, sondern ein Fluch. Ihre Vergangenheit verfolgt sie in jeder Sekunde, in jedem Gedanken. Jede ihrer Fehlentscheidungen in der Vergangenheit ist ihr ständig präsent und beeinträchtigt damit ihre Fähigkeit, im Jetzt Entscheidungen zu treffen. Wie der argentinische Autor Jorge Luis Borges schrieb, verlieren sich Menschen mit perfektem Gedächtnis in Details, ohne die Fähigkeit zu generalisieren, zu abstrahieren und zu wachsen. Sie verlieren, so Borges, was uns wirklich Mensch sein lässt. Gefangen von einer immer detaillierteren Vergangenheit, anstatt im Hier und Jetzt zu leben und zu handeln. Das ist das Schicksal, das uns durch ein umfassendes digitales Gedächtnis drohen könnte. Durch ein digitales Gedächtnis versagen wir uns auch die Fähigkeit zur Veränderung und zur Entfaltung. Indem die Erinnerung präsent bleibt, nehmen wir uns den Ansporn, an uns selbst zu arbeiten. Und ohne Vergessen ist es schwierig zu vergeben. So könnten wir uns durch ein umfassendes digitales Gedächtnis in eine Gesellschaft entwickeln, die nicht mehr vergibt. Hinzu kommt: Was passiert, wenn wir Menschen frustriert durch die Schwäche unseres eigenen Gedächtnisses in der Zukunft lieber und öfter dem digitalen Gedächtnis vertrauen, also als unserem eigenen erinnern? Gibt das jenen, die unser digitales Gedächtnis verwalten, den Googles, den Facebooks, den YouTubes, auch die Macht, die Vergangenheit zu verändern? Unter Stalin war eine ganze Abteilung von Fotoretuscheuren damit beschäftigt, Genossen aus den offiziellen Fotos zu editieren, die bei Stalin in Ungnade gefallen waren. In einer Demokratie wäre ein derartiges Verhalten absurd. Aber Gleiches geschieht bereits heute kommerziell. In den USA bieten Unternehmen an, aus digitalen Erinnerungsfotos beliebige Personen herauszueditieren. Sie wollen ihre Ex-Freundin oder ihren Ex-Partner aus ihren digitalen Erinnerungen tilgen? Dann können sie das. Wie seinerzeit Stalin. Lassen Sie mich also erneut fragen. Gibt das jenen, die unser digitales Gedächtnis verwalten, den Googles, den Facebooks und YouTubes, auch die Macht, unsere individuelle Vergangenheit zu verändern? Und noch etwas. In der analogen Zeit haben wir in unserer Gesellschaft bewusst Institutionen geschaffen, Archive, Museen, Gedenkstätten und Bibliotheken, um besonders wichtige Geschehnisse in unserer Erinnerung zu bewahren. Wenn aber kommerzielle Anbieter behaupten, das digitale Gedächtnis unserer Gesellschaft sein zu können, droht dann nicht den etablierten Institutionen des Erinnerns der Entzug von Geldmitteln und damit ein schleichendes Ende? Wollen wir in Zukunft unser gesellschaftliches Erinnern primär kommerziellen Erinnerungsinstitutionen anvertrauen? Was tun? Hier sind zunächst Datenschutzrechte zu nennen. Die Idee ist beeindruckend einfach. Jeder Mensch erhält individuelle Rechte an seiner persönlichen Information, die es ihm ermöglichen, diese auch notfalls vor Gericht durchzusetzen. Die Durchsetzung erfolgt also dezentral. Das klingt gut, aber das hat gewichtige Nachteile. In Europa etwa, wo Datenschutzrechte seit Jahrzehnten verankert sind, gesetzlich verankert sind, werden diese jedenfalls gerichtlich kaum von den Betroffenen eingefordert. Was immer die Politik in den letzten Jahrzehnten unternommen hat, um die Rechtsdurchsetzung von Datenschutzrechten zu vereinfachen, zeitigte keinen Erfolg. Die bittere Wahrheit ist, dass Individuen ihre Datenschutzrechte nicht durchsetzen wollen. Jedenfalls nicht vor Gericht.
Informationsökologie, der zweite traditionelle Ansatz, ist die gesetzliche Beschränkung, welche persönlichen Informationen wie lange gespeichert werden können. Das erfordert staatliches Handeln und die Durchsetzung ist teurer. Aber die Informationsökologie hat auch zwei wesentliche Vorteile gegenüber Datenschutzrechten. Erstens, sie erfordert kein risikoreiches Handeln durch den Einzelnen. Und zweitens, Informationsökologie schützt vor einer unsicheren Zukunft. Schützt vor einer unsicheren Zukunft? Bedenken Sie den Fall des holländischen Bevölkerungsregisters. Es wurde in den 1930er Jahren mit gutem Grund eingeführt, um das soziale Sicherheitsnetz aufzubauen und umfasste auch Informationen über Religion und Herkunft. Als die Nazis in den Niederlanden einmarschierten, bemächtigten sie sich rasch des Registers und nutzten die Informationen darin ganz gezielt, um jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger zu identifizieren und in Konzentrationslagern zu ermorden. Mit dem erschreckenden Ergebnis, dass im Verhältnis mehr holländische Juden von den Nazis ermordet wurden als in Frankreich, Polen oder Deutschland. Selbst jüdische Flüchtlinge in den Niederlanden erging es besser, weil sie nicht im Bevölkerungsregister verzeichnet waren. Es ist eine schreckliche Lektion. Weil wir unsere Zukunft nicht vorhersehen können und damit, wie persönliche Informationen über uns genutzt werden, kann es besser sein, weniger zu speichern als mehr. Das ist der Kern der Idee der Informationsökologie. Die Informationsökologie ist aber jedenfalls seit dem 11. September 2001 unpopulär geworden. Stattdessen sehen wir uns einer neuen Welle an Gesetzen gegenüber, die das genaue Gegenteil erzwingen wollen, persönliche Informationen auf Vorrat zu speichern. Aber es ist nicht nur die absurde Rhetorik von Angst und Sicherheit. Die Informationsökologie verstößt auch gegen ein weiteres Dogma unserer Zeit, das der Transparenz. Denn Transparenz ist unser neues Patentrezept, mit allen Übeln unserer Gesellschaft fertig zu werden, von der Finanzkrise bis zum Umweltschutz. Das macht es heute schwer für die Informationsökologie, sich als erfolgreiche Antwort auf das digitale Erinnern zu positionieren. Vielleicht bedarf es daher also alternativer Lösungsansätze. Manche haben sich für die digitale Enthaltsamkeit stark gemacht, also das bewusste Nicht-Teilhaben an wesentlichen Bereichen des digitalen Lebens. Wer wenig auf Facebook preisgibt, wie Präsident Obama es vorschlägt, reduziert auch die Gefahr des digitalen Erinnerns. Aber ist das realistisch? Mit über einer Milliarde Nutzern sozialer Netzwerkdienste weltweit, und wäre es nicht auch normativ grundfalsch, die Bereitschaft vieler Menschen, Informationen beizutragen und damit das Entstehen einer neuen gemeinschaftlichen Produktionsform in der Hoffnung zu unterbinden, man könne damit den Informationsgeist zurück in die Flasche zwingen? Eine weitere Option ist das genaue Gegenteil der Enthaltsamkeit, nämlich möglichst viele Informationen digital zu speichern. Es mag absurd klingen, aber hier ist die Argumentationskette. Wir haben gelernt vom Beispiel AJs, dass Fehlurteile aus vergangener Information primär dadurch entstehen, weil die vergangene Information nicht mehr gänzlich verfügbar ist und nicht einschließlich ihres Kontexts vorliegt. Würden wir also Informationen viel umfassender und mit ihrem Kontext speichern können und zugänglich halten, so könnten wir einfacher in einen bestimmten vergangenen Entscheidungskontext zurückfinden und unsere Entscheidung von damals auch im Nachhinein wieder verstehen. Es geht um eine digitale Zeitmaschine. Damit aber hätten wir die Fähigkeit wieder gewonnen, Vergangenes richtig einzuordnen. Problem gelöst. Aber wird diese volle Kontextualität je möglich sein, technisch möglich sein? Und selbst wenn, haben wir wirklich die Zeit, alle unsere Entscheidungen unserer Vergangenheit immer wieder aufs Neue zu durchleben
Nur um zu verstehen, was in unserer Vergangenheit nicht mehr relevant ist für uns in der Gegenwart? Eine weitere Alternative ist, auf eine kognitive Revolution zu vertrauen, also darauf, dass mit der Zeit wir Menschen lernen, Altes weniger wichtig zu nehmen und in einer Welt umfassenden Erinnerns zu leben. Also nicht die Gesellschaft muss sich ändern oder ihr Recht, sondern wir Menschen. Und wie wir Informationen bewerten und entscheiden. Das klingt gut und das würde das Problem lösen. Aber Kognitivwissenschaftler sind außergewöhnlich skeptisch, dass uns das gelingen kann. Sie meinen, dass eine solche Veränderung menschlicher Informationsverarbeitung, wenn überhaupt, sehr lange dauern würde. Und selbst wenn, was wäre denn der richtige Mechanismus, mit dem wir diese Veränderung schaffen könnten? Eine weitere Idee ist nicht, die Menschen zu verändern, sondern etwas, das sich leichter verändern lässt, nämlich die Technik. Wir könnten also, so der Vorschlag, Technologien entwickeln, die personenbezogene Informationen technisch schützen, sodass nur wir entscheiden können, wer welche unserer persönlichen Informationen zu welchem Zweck verwenden darf. Diese Technik würde in alle unsere digitalen Werkzeuge eingebaut werden, eine Art Kopierschutz für personenbezogene Informationen. Aber wollen wir wirklich eine globale Infrastruktur, die uns alle ständig überwacht, damit sichergestellt ist, dass niemand personenbezogene Informationen anderer unberechtigt verwendet? Würden wir damit nicht ein globales Überwachungssystem aufbauen, nur um unsere Privatsphäre zu schützen? Ich habe Ihnen 6 mögliche Antworten präsentiert, wie wir mit den Herausforderungen des digitalen Erinnerns umgehen können. Datenschutzrechte und Informationsökologie in der Mitte verwenden dazu Normen. Digitale Enthaltsamkeit und kognitive Revolution hoffen, dass wir die Veränderung in den Menschen erreichen können. Und Datenschutz, DRM und volle Kontextualität bauen auf technischem Wandel. Die 3 Antworten links haben ihren Fokus auf dem Machtaspekt des digitalen Gedächtnisses. Die 3 Antworten rechts versuchen Gleiches für den Zeitaspekt. Keine dieser Antworten bietet eine Patentlösung, obwohl jede für sich genommen hilfreich sein kann. So müssen wir die Antworten wohl kombinieren und vielleicht auch noch etwas Neues hinzufügen. Noch etwas Neues hinzufügen? Ich plädiere für die Wiederbelebung des Vergessens. Also für eine breite Diskussion darüber, wie wir in der digitalen Zeit Mechanismen schaffen können, die uns wieder erlauben, das Wesentliche zu erinnern, indem wir in die Lage versetzt werden, Unwichtiges zu vergessen. Und darüber auch selbst zu entscheiden, als Individuen und als Gesellschaft. Bitte verstehen Sie, ich will nicht das Erinnern unnötig erschweren, sondern nur gerade so viel, um Vergessen und Erinnern in ein menschliches und gesellschaftliches Maß zu stellen. Viele Möglichkeiten sind vorstellbar, wie wir auch in digitalen Zeiten wieder vergessen können. Etwa das, was man als Verfallsdatum für Information bezeichnen könnte. Wenn wir Informationen speichern, sollten wir selbst festlegen können, ja festlegen müssen, wie lange wir Informationen speichern wollen. Beim Erreichen des Verfallsdatums würde dann die Information gelöscht werden. Die Speicherdauer könnte jeder und jede selbst festlegen. Wer seine verwackelten Sonnenuntergänge bis ins Jahr 2500 bei Flickr speichern möchte, soll das können. Auch habe ich nichts gegen eine spätere Änderung des Ablaufdatums, etwa wenn jemand erkennt, dass eine Information schon früher ihren Wert verloren hat oder weil eine Information länger als erwartet auch nur potenziell wichtig ist. Bitte verstehen Sie mich richtig. Der Kern meines Vorschlages ist nicht das automatische Löschen von Informationen oder eine perfekte technische Infrastruktur zur Durchsetzung. Es kann ausreichen, wenn sich lediglich die großen Plattformen im Internet an ein Verfallsdatum halten. Google und Facebook gemeinsam decken ja mehr als 2/3 des gesamten weltweiten Web-Traffics ab.
Was nicht mehr schnell mittels Google zu finden wäre, ist pragmatisch gesehen für die allermeisten von uns vergessen. Mir ist auch wichtig, ein Verfallsdatum mag sinnvoll sein, aber es ist kein Allheilmittel und es hat selbst eine Reihe von Nachteilen. Der wichtigste davon aus meiner Sicht ist seine Binarität. Entweder wird etwas erinnert oder es ist vergessen. Menschliches Vergessen hingegen ist graduell. Ich hoffe, dass wir mit der Zeit auch ein Äquivalent für dieses graduelle Vergessen finden können. Eine Art digitales Rosten, wenn Sie so wollen, dem ich selbst den Vortritt geben würde. Dabei geht es mir um die individuelle und gesellschaftliche Wahrnehmung von Verantwortung für Erinnerung. Und es geht mir um die Zukunft der Institutionen des Erinnerns, die nur dann ihre Wichtigkeit bewahren können, wenn wir als Einzelne wie als Gesellschaft Irrelevantes der Vergangenheit vergessen können. Vor allem aber geht es mir darum, dass wir Menschen darüber nachdenken, diskutieren und entscheiden, was wir erinnern wollen und was wir vergessen. Und unser Erinnern und Vergessen nicht ausschließlich von den wirtschaftlichen Präferenzen kommerzieller Informationshorter steuern lassen. Vergessen. Erinnern. Seit jeher ist Vergessen für uns Menschen einfach und Erinnern ist schwer. Im digitalen Zeitalter hat sich dieses Verhältnis ins Gegenteil verkehrt. Heute ist für uns Menschen das Erinnern zur Norm geworden und es ist das Vergessen, welches zunehmend in Vergessenheit gerät. Ich bitte Sie, geben wir gerade des Erinnerns wegen dem Vergessen seine Rolle zurück. Erinnern wir uns des Vergessens. Vielen Dank.